für Hornissen hat er überhaupt kein Mitleid, ne? Hornissen sind also, das sind fliegende Spinnen, nur dass sie stechen. Ja. Nein, Spinnen sind aber nützlich. Aber wenn sie Hornissen fressen würden, dann ja. Hornissen. Machen sie ja auch nicht. Es gibt bestimmte Spinnen, die nichts... Was denn mit Hornissen, die Spinnen fressen, sind die nützlich? Nein. Spinnen fressen Hornissen? Ja, was wäre denn, wenn Hornissen Spinnen fressen würden? Wie würdest du dann zu Hornissen stehen? Habe ich ihn kaputt gemacht. Weil du hast gesagt, Spinnen wären okay, wenn die Hornissen fressen würden. Das heißt ja jetzt gerade... Ach so, ja, richtig. Sind sie nicht okay. Wäre es dann also, würden Hornissen sich dann also in deinem, von deinem Stand aus wieder rentieren, wenn die Spinnen töten würden? Ich habe keine Ahnung, was du mir jetzt gerade sagen willst. Ist mir doch irgendwie wieder irgendwie... Also dann wären sie ja noch schlimmer. Ja. Na, aber Max mag ja keine Spinnen. Was? Ich mag aber Hornissen noch viel weniger. Ja, okay. Aber Spinnen haben ja einen Sinn. Ja, in der Natur. Hornissen haben gar keinen Sinn. Hornissen sind einfach nur Arschlöcher. So. Wespen auch, aber Wespen sind kleiner. Ich habe noch nie eine Hornisse getroffen, deswegen. Guck mal, da hätten wir auch hochgehen können. Stören nämlich nicht so wirklich. Ah. Ja, aber warum? Wo gibt's denn? Hornissen gibt's ja nur in Wedding wahrscheinlich, ne? Nein, in Wedding nicht. Hier in der Stadt. Wo gibt's so Hornissen? In Afrika und Wedding. In der Stadt sowieso nicht, aber. Wieso kommt er denn hier nicht hoch? Guck dir doch mal die Steigung an, wie soll er da hochkommen? Achso, ja, gar nicht. Weil hier hätte man auch hingehen können. Ich klabober jetzt mal den besten. Die beste Taktik für den Boss aus. Wie wir das mal hier hätte man nämlich auch mit den Granaten gar nicht eben auch drauf gehen können. Ich versuch mal. Das müsste gehen. Ja. Tatsache, hab ich auch nicht gewusst. Und dann hätte man da drauf gehen können und richtig fett aufs Maul hauen können, aber da oben ist doch bestimmt noch irgendwas. Och, dann hättest du ihm seine Hornissen direkt wieder ins Maul stecken können. Ja. Eat this. Wo? Das ist einfach eine. Da kann man gehen. Das sah komisch aus. Ja. Perspektive. So, komm schon. Die Wasserspiegelung am Stein ist echt hübsch. Also es ist natürlich keine dynamische Spiegelung, sondern ne, drauf gepappt, aber... Ja, aber trotzdem. Guck mal hier. Mehr als sonst einige aktuelle Spiele machen. Die hübscheste Höhle dieser Art gibt es in Dia Esta. Wir sind nicht hergekommen, wir sind von daher gekommen. Da unten ist auch noch was. Sind wir hierher gekommen? Nö, hier kann man... runterfallen. Ach, das ist das, wo du durchgekrochen bist vorher. Ah! Da bist du hergekommen. Und da bin ich hergekommen und da liegt auch noch was. Kann ich hier runterspringen oder breche ich mir dann alles? Also es war nur so ein Medizin-Ding, das war jetzt nichts mehr. Not more than that, what it was not. Das, oh, das sieht immer noch komisch aus. All the pacing. Ah! Yes. Yes! Yeah! Jetzt wird das Spiel viel leichter. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen rüber hier. Und schön, wie sich dynamisch immer deine Tarnung anpasst. Ja. Achso. Ich würde sagen, verspielen. Das ist einfach anders, was du meinst. Lass dir Zeit! Lass dir Zeit! Lass dir Zeit! Wir haben alle Zeit der Welt. Okay, das war so Pain. Pain. Ach, scheiße. Jawoll! Oh Mann. I did it. It was Pain! Tiere und Wasser. Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist der Hall von Vögeln. Das ist irgendwas komisch. Ich glaube, du bist ein bisschen paranoid gerade. Möglich. Kommt vielleicht durch die dunkle Höhle. Doch, ich höre Wasser und Tiere. Nein! Da ist doch was. Also ich höre keinen. Hör doch mal. Außer dich. Ja, das ist doch einfach nur irgendwie ein Switchern. Okay. Das ist doch ein Switcher. Ja, das ist irgendwas, also du kannst uns erzählen, wenn was ist. Imagination von euch, da ist... Von uns? Was? Wieso hier von uns? Ihr seht die Gefahr nicht. Was ist denn mit euch? Wir sehen jetzt, das ist eure Einbildung, sagte der panisch rumschreit. Das ist eure fehlende Einbildung. Überhaupt, ihr habt euch panisch rumgeschrien. Ich habe aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich irgendwo ein Monster unterwegs ist und ihr so, meh. Ja, wir sind wirklich komisch, also recht. So, komische Geräusche. Das war nicht das, was du gehört hast. Oh, doch war das, dass ich das gehört habe. Das war gehört. Da, jetzt hörst du die Vögel. Irgendwelchen Tiger. Vom Sag mal, die Schlange vor dir siehst du schon, ne? Ja, wenn ich jetzt du bist halt höher als sie, deswegen triffst du sie gerade nicht. Wieso kann ich die nicht einsammeln? Weil du die erstmal abschießen musst. Klar, ich muss sie töten, die riesigen Zitronen. Tritt mal vor. Fuck.
Kilo. Juhu, ich lag richtig mit etwas. Naja, das ist seine Variante vom Schälen. Weißt du? Ja, ja, okay. Trophy! Wollen wir sie nochmal anrufen? Nee, wa? Ich würde gerne mal ein bisschen weiterlaufen. Okay. Aber du musst entscheiden, ist ein SCOG. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Jetzt höre ich noch. Halt doch den Mund, ey. Ich teile hier meine Ängste und Sorgen, ihr macht es euch drüber lustig. Verrückt. Was lernt man daraus? Ich werde euch nie wieder irgendwas erzählen. So. Und die Krabbe muss sterben, was ist denn das? Schön, ich mach die Geräuschkulisse. Guck mal nach oben. Tritt erst alles kaputt, was mich irgendwie. So, was? Oben? Gut, das aussieht. Okay. Ich wollte, ich weiß mir gerade nicht sicher, ob mein Dach da hat oder. Jetzt habe ich vergessen, ja, ich hab's Durst. In der Sekunde, wo du Ego-Perspektive gegangen bist, dachte ich mir, oh nein. Da ist richtig. Da geht's rein und es geht da rechts hoch. Yep. Ah, ich hab's hier gesehen. Aber zu spät. Tatsächlich. Wir sind echt um einiges deutlicher als in den vorherigen. Haben wir in den vorigen Zeilen überhaupt gesehen? Nee, da sind sie nur aufgetaucht, wenn du halt auf dem Radar irgendwie hattest. Naja, damals war die Claymores noch nicht so gut einbuddelbar in den 60ern. Ja. Tja. Ist auch 60er, oder? Irgendjemand hat auch eine Timeline gepostet, hat noch über Twitter einer geschickt. Aber schon wieder Kaino, das würde ich nicht glauben. Nee, nee, der das war. Wow. Das ist. Hihi, Pilze. Grüne kleine Pummelpilze. Grüne kleine Pummelpilze. So, jetzt eine Jump-and-Run-Passage hier, wa? Oh. Das waren Leuchtpilze. Tja, gut, das war. Das kommt einfach, wenn man jede Schlange tötet, nimmt man vorbei. Ja, jetzt erstmal halt eine. Er kann sie ja ruhig töten, er muss sie nur nicht alle mitnehmen. Aber warum wird sie dann überhaupt töten? Aus Prinzip. Damit sie keine Gefahr mehr darstellen. So tasty. Aber bisher hat ihn nur eine einzige Schlange gebissen und auf der stand er für 10 Sekunden drauf. Ich höre da Kritik. Ja. Dass ich mehr töte, als ich töten sollte? Ja. Ich bin starker Vertreter der Greenpeace. Ich bin auch Vertreter. Schon Vertreter von Schlangen. Von Schlangen, ne? Ja. Ja, ist nicht schlecht. Da geht's lang. Dann. Da können wir rüberspringen. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder wir gehen unten lang. Ich wage es überhaupt nicht, dass der gleiche Weg ist. Nee, aber unten gibt es ja einen Weg? Ich sehe ja gerade gar keinen Weg. Ja, doch, mal lang. Weg, ne? Ach doch, da geht's lang, ja. Wenn ich jetzt Game Designer wäre. Ja. Würde ich irgendwas verstecken, ne? Das Loch ist so löchrig, also offensichtlich. Da muss bestimmt versteckt sein. Ich würde mal nachgucken. Ich dachte aber auch gerade, das wäre Wasser und wäre fast. Also ich wäre vielleicht da schon reingesprungen an deiner Stelle. Gott sei Dank bist du nicht an meiner Stelle. Gott sei Dank. So, jetzt. Oh Gott, mitten in die Atomexplosion rein! Pony 2. Sah schon sehr verstrahlt aus. Saub. Oh, da sind wir. Jetzt will ich mal den. Oh. Ach ja. Jetzt möchte ich aber mal den Bug-Juice benutzen. Gute Idee. Einfach, weil wir ihn haben. Und dann schade einfach vielleicht die auch wieder machen. Ja, ja, ja. Ist eigentlich noch Hornissen in dir drin? Fragen. Das sind Sachen, die. Tom stellt sie. Was denn? Nicht, so richtig. Eine berechtigte Frage. Bullet Beans. Nee, das ist ja unter Food, kann ich das auch einfach nehmen, ne? Was? Den Bug-Juice. Ja, keine Ahnung. Oder? 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 Nee, ist er nicht. Können wir mal kurz gucken, ob wir was drin haben. Burn? Burn. Vielleicht von den Granaten. Burn, okay. Was solltest du trotzdem mal machen? Schere. No bandage applied, ointment. Suffering from surfboard, no bandage applied. Ja. Ja, also nutzen eine Bandage. Oder was willst du jetzt und wissen? Ointment. Ach, no bandage applied, ich habe nicht gerade zugehört. Hast du dir selbst nicht zugehört? Nein. Du hast aktiv vorgelegt. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt, aber irgendwie. Irgendwie hat es keinen Sinn ergibt. No bandage applied, ja und? Heilig, lass doch mal. Man kann doch mal hier sitzen und auch mal ein bisschen spielen. Tut mir leid, dass ich mich nicht schon 6-mal mit dem Spiel durchspiele und überhaupt. Mann. Oh,
keinen Spaß mehr. Das hat damit überhaupt nichts zu doch, tun. Doch, genau das ist das Grundproblem. Das wollt ihr nur nicht hören. Genau das ist das Grundproblem. Das ist wie, wisst ihr eigentlich, dass das Big Boss ist? Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich erzähle gar nichts mehr. Das habt ihr jetzt davon. So, könnt ihr jetzt in den Kommentaren könnt ihr gerne mal schreiben, dass das jetzt Tom und das die Rolle. Ich sage jetzt gar nichts mehr. So, da haben wir es jetzt. So, so bei. Oh. Okay. Oh, ja. Los, jetzt so scheiß Abschluss! Ich glaube, der muss doch hier sein, oder? Eigentlich muss er hier sein. Ach, ja. Doch vorhin diese Kacke von Menü, wo alles hell markiert ist, was nicht angelegt ist. Ja, habe ich ja vorhin auch drauf reingefallen. Snake, Mushroom, Fruit. Da ist er, ich habe es mal in einem anderen mit sagen. Nee. Das ergibt aber noch weniger Sinn, da rein. Aber da ist ja auch Revival Pill und sowas. Item ist ziemlich viel Sinn ergeben. Backchips. Why? Was ein Item ist. Das habe ich aber genauso vom Käfer kaputt getan. Das ist mir, ich finde, das ergibt keinen Sinn, tut mir leid. Nein. Ich verstehe generell nicht, warum Food rechts reinsortiert wird. Ja, stimmt, aber grundsätzlich stimmt, aber es ergibt Sinn, weil du sie als, weil du sie ja wegwirfst. Quasi. Ach so, stimmt. Für um sie abzulenken. Was ist es? Da fliegt einer. Der kommt her. Kommt er? Boss, da hat sich jemand im Wasser versteckt. Goddammit. Problem hat sich erledigt. Er ist ertrunken. Motherfucker. Oh. Das war so ein nackter Kanone-Moment. Eskalation! Oh, Enemy Position Unknown. Okay, ich gebe zu, das war ein bisschen unbedacht. Aber nicht schlecht gezielt. Nein, ich fand das super. Oh, das sieht schön aus. Ich überlege, ist hier irgendwas, was mich töten kann? Bitte hol ich ja nicht. Kann Fische? Warte, ich trete einfach mal gegen die Fische. Ah, schön. Wie du genug Schwung unter Wasser aufbauen kannst mit deinem Bein, um den Fisch auszumachen. Hier raus? Hier komme ich raus. Ich muss hier lang. Verstehen. Das sieht schon gut aus, ne? Das sieht gut aus. Das sieht awesome aus. Das hat ein kleiner Bereich, aber es sieht gut aus. Der da gerade runtergefallen ist. Der wusste Mayday! Der wusste nicht so richtig, was ihn getroffen hat. Was ist denn das? Ach, das ist die Sonne. Nee. Hier das ist die radioaktive Strahlung. Kann man mal gucken, hier den Camouflage und so. Plus 10, plus 40 im Wasser ist schon nicht verkehrt. Macht auch Sinn. Ja. Irgendwo. Das erste Mal, dass ein Metal Gear Solid irgendwas Sinn macht. Kacke, ey. Diese Bandage hat ihn kaputt gemacht. Ich hab's noch nicht verstanden. Das ist so ein Typ, oder nicht? Warte gerade mal, bis die Dings hier vorbei ist, weil ich sie nicht. Ich könnte jetzt auf Verdacht da hinschießen. Ist da wer? So, aber ich glaube wirklich, es mag der Kanone mäßig ein kleiner Schuss. Weil es natürlich auch gleich explodieren muss. Snake, du hast schon wieder eine Atomexplosion ausgelöst. What the fuck? Wieso kann ich hier nicht krabbeln? Unter ja, Wasser bin? Unter Wasser ein bisschen schwierig. Du musst schwimmen. Echt jetzt? Absurd. Aber du tauchst gleich versehentlich auf. Ja. UFO. Aber wenn du genau in die Stelle da drüber zielst. Oh. Oh, nee, das wird schwierig. Headshot. Man muss einfach nur einen Headshot machen durch die Bäume. Easy und entspannten Headshot. Weil du siehst ja, wo er ist, genau. Oh, okay, nein. Ich würde gerade sagen, das ist kein guter Plan. Wieso nicht? Weil wenn du dem irgendwo anders triffst als im Kopf, wird er verwarnt, wird er aufmerksamer und denkt sich, oh, mir schießt gerade jemand in den Körper, ich werde meinen Alarm auslösen. Und wenn du mir in den Kopf schießt, dann wird er abgestürzt mit dem Ding und dann wird ein anderer sagen, oh, ist dann abgestürzt, ich werde Alarm auslösen. Gerade jetzt kurz, also die 5 Sekunden haben wir jetzt auch noch. Mal gucken, was da passiert. Ich fliege direkt zu dir und du bist weg, deswegen gehe ich vielleicht schon mal. Warum sollte er direkt hierher fliegen? Ja, wenn er da oben fliegt und dann über die Tore fliegt. Ach, guck mal, doch das Licht ausgemacht.
mehr oder weniger. Kann einfach dran vorbeischwimmen. Einfach nur ein bisschen weiter hoch. Na, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Kann das auch einen Stun und einen Chef Grenade werfen? Aber unter Wasser? Oh, er fliegt weg. Ist etwas knapp. Dein Bauch stimmt mir zu. Oh. Hallo. Ja, ich glaube, wegballen ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee. Du bist auch hü mal hot. Ich werfe jetzt einen Stun, Manel. Okay. Werf eine Bandage. Für irgendwas müssen die ja gut sein. Hast du auch Chef-Grenade, ja gut, ne? Ach so. Ich dachte, Stun wolltest du. Aber bringt das was? Keine Ahnung. Aber Chef könnte ja auch, macht ja auch Sinn. Was ist denn, wenn du das Survival Knife kannst auch wegmachen, weil du benutzt das immer nur im Zusammenhang mit dem mit Waffe, oder? Ja. True. Interessantes Detail, was ja auch geschrieben wurde in den Kommentaren war, da oben rechts steht dein Total Rate und je mehr dein Rate ist, desto schneller versinkst du im Sumpf. Echt? Wow, ja. Es ist unfassbar. Sagen wir, es ist unfassbar. Es ist unbelievable. Manchmal ist dieses Spiel auch echt so eine kleine... Toll. Ja, das riecht. Der dreht sich gerade im Kreis. Ja, toll. Unkoordiniert. Unkoordiniert? Scheiße. Ist gerade mit sich selbst beschäftigt. Oh. Hallo, ich bin der Freizeit, hallo! Zum Glück haben wir keine Wachfische, die Alarm schlagen. Okay. Fische mit kleinen Kameras oben drauf. Delfine, Kampfdelfine. Kampfhaie. Ich kann mich echt so an dieses Spiel nicht mehr erinnern. Also an diesen Weg konnte ich mich erinnern, aber das wieder nicht mehr. Oh. Wie du in dieses knietiefe Wasser abtauchst. Wie so ein Delfin. Oh. Oh nein, ich will auch nur in die Hocke gehen. Ja, natürlich sahst du irgendwas. Wenn du jetzt X drückst, gehst du direkt in den Schwimmmodus, ne? Ja. Ja. Du hast um mich gesagt, deine tödliche, falls du. Hab ich? Das ist falsche. Ich nicht. Okay, war gut. Völlig die richtige. Ach, ich dachte, du schon wieder mit deinen ganzen Informationen, die nicht stimmen. Aber das ist ja auch trotzdem gut, dass du erst geschossen hast. Das ist ja auch deshalb wichtig, weil wenn ja Leute gefunden werden und die noch schlafen, wird kein Alarm ausgelöst. Wenn die aber tot sind, wird sofort ein Alarm ausgelöst. Nicht schlecht. Also du führst das weiter, was du am Ende der letzten Session versprochen hast. Ja. Und ich möchte mich erkenntlich darüber zeigen. Du redest nicht mit mir? Erkenntlich? Was? Nein, ich möchte mich... Ich erzähle dir von meinen Sorgen und Ängsten, auch was dieses Spiel betrifft, und du... Ja, meine Sorgen und Ängsten, dass du scheiße im Spiel bist, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Und deswegen ist meine frohe Erkenntnis, dass du doch ein ganz guter Typ bist. Dankeschön. Und eine WPG. Eine WPG? Ja, eine WordPress. Kannst du da bitte mal... WordPress 3. Nee, das ist eigentlich nicht 3. Nie ins Wasser schmeißen. Warum nicht? Ja, mit Typ. Das war dein einziger Einwand? Ja. Ein bisschen, also... Oh, er hat was fallen lassen. Er schläft doch noch. Mhm. Mal gucken, wie lange er jetzt noch schläft. Oh, jetzt ist kein Z mehr da. Oh. Schläft er ganz lange. Schläft jetzt für immer. Ist leider full. Schade. Voll umsonst gekillt, den armen Typen, ey. So armer Typ, der ist im Krieg, der muss damit rechnen. Ja. Hier hätte man sich verstanden. Gute Einstellung. Mhm. Lass mal gucken, was das WPG war. Was ist das da? Ach, ein Aal. Das WPG. Freundlich im Bild. Das ist so ein... Das WPG. Gucken wir mal. Da habe ich schon eine Waffe, oder? Ja. Ja. WP Grenade. Ach so. WordPress Granate. Oh Mann, ey. Wofür steht denn das WP? World Peng. Really powerful. Really powerful. Very Peng. All of the English Masters in Run Room. Wie reinvented the English. Do you like it? Der hat ein Dings. Nee, den schmeißt er sich rein. Ach, den wieder nicht? Nein, der hat da so ein Ding dran. Toll.
Ja, da, weißt du, da blinkt's doch, habt ihr doch gesehen. Kann man hier rein? Nun. Sollte man hier rein? Nun. Man kann hier rein. Und hier ist noch nicht mal eine Granate. TNT! Ich lieb. Yeah! Dragunov Sniper Rifle. Das ist doch schön. Rest können wir eher nicht so gebrauchen. Das war die Tür. Okay. Da müssen wir eigentlich hin. Tür greift dich an. Hier geht's aber nicht weiter. Jetzt kann man sich verstecken. Du hast aber immer einen Kartenmodus. Oh. SP MK22. Ach ja, wir haben irgendwo noch eine Karte, eine Map. Ja. It's a map! Das ist offensichtlich eine Sackgasse. Ernsthaft jetzt? Ja. Geh mal nach rechts. Kann ich weiter nach rechts? Ja, doch, wenn du rechts hältst, dann X drückst. Da geht's nach oben. Oben lang, genau. Ja, okay, gut. Das war quasi die Sniper, die optional war. Okay, die das ist nicht schlecht. Genau, das klingt da ja auch, das weiß ich auch. Aber guck mal, dass solche Gebiete optional sind, ist echt ziemlich cool. Ja. Das ist was sehr anderes. Ich bin immer noch da. Ich habe mir so eine, ich glaube, Critical Close-Up heißt das. Falls ihr schon die Metal Gear Spiele kennt, dann guckt mal auf YouTube nach Critical Close-Up. Das ist eine Analyse-Serie von Metal Gear Solid 1 bis 3. Analyse-Serie. Garage. Wo er teilweise irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich, über Metal Gear Solid 2 und 3 spricht, auch den ersten Teil. Und der sehr, sehr gut analysiert und auch aus spielerischer Sicht. Es gibt hier ein optionales Gebiet, wo du nie rein musst, aber das ist so der perfekte Vertical Slice vom Spiel. Ich bin gespannt, ob wir da auch vorbeikommen, wo es einfach so ein Gebäude gibt, wo du irgendwie auf 6 Wege rein kannst und ja. Das so perfekt aufzeigt, warum dieses Spiel nochmal so ein riesiger Schritt nach vorne war im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Ich speichere gerade noch mal eben, weil vielleicht hat sie ja... Not a bad idea. All the saves. In der Hinsicht bin ich auch sehr froh darüber, dass Metal Gear Solid 5 den Ansatz hat, den es hat. Ja. Weil das halt auch wieder so viele Möglichkeiten eröffnet. Geht's gerade weit, dass sich Wachen bei Regen... tatsächlich unterstellen. Und bei Nacht sind sie woanders und wenn du irgendwo rein willst, ist es halt nicht schlecht, wenn es regnet und dunkel ist. Snake, have you heard of The Last War? Nope, doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. It's you, Max. Yeah, that's me. That's completely me. I see you've caught yourself in arowana. Ja, den haben wir. The arowana. Alter, was wir gerade an Fisch aus dem Ding da gezogen haben. So krass riechen. Echt. Das Aquarium unter deiner Jacke versteckt. Ich mach so die Jackentaschen auf und die flubbern auch noch so in den Taschen. Ancient fish besides the arowana include the coelacanth, the starlet and the nightfish. Almost all organisms on Earth have evolved in various shapes. Wie sie echt immer vom Detail in alles geht. Also wirklich, sofort. Das Universum. Ach so. Der Fisch lebt auf der Erde. Die Erde ist übrigens im Universum und das Universum ist unendlich. Hast du schon mal nachgedacht, dass das Universum unendlich ist? Nein, ich habe darüber nachgedacht. Es gibt einen Film. They're supposed to be huge, aren't they? You're wondering whether they'd make a good meal. Yeah, so, do they? The guide says they taste just fine for a fish. Great. Fisch. Marco bringt auch keinen Fisch. Nicht? Nein. Gar keinen? Boah, also doch, ja. Aber ich habe früher nie Fisch gemacht, das war mir entwickelt. Da bei war mir auch. Gerne, ja? Bei mir echt genauso. Früher keinen Fisch gegessen, inzwischen ganz gerne mal Backfisch oder sowas. Aber also Backfisch ist ja noch der unfischigste Fisch, den es so gibt. Ja, das ist ja aber frittiert, da kannst du alles essen. Aber auch so aber das habe ich halt früher nicht mal gemacht. Also Lachs finde ich mittlerweile so geil. Echt? Ja, kann ich nicht so richtig. Also Lachs ist bei mir. Das ist auch so unglaublich so, also das ist einfach so mega gesund. So das Gesundeste, was du essen kannst. Naja, wirklich, man muss irgendwie deine 8 Tüten Chips. Ja. Kein Grund, fertig zu machen. Ich hab die doch nicht fertig gemacht. Ich bin darauf hingewiesen. Toll. Für der Sau.
die Couch auch schon so ein. Da ist der Typ. Die Szene kommt jetzt. Das Fernglas sieht immer so aus, als ob so skeptisch guckt. Ja. Die Augen zusammen. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Hat sich nicht mal umziehen können. Immer noch der gleiche Monokel wie gestern, ekelhaft. Really now? How many times must I tell you? Oh. Und noch die dritte Runde. Die war schon im Hubschrauber mit dabei. Mhm. Als er alles genügt hat. Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. I'm very angry. Als ob der so einer jemals. Ja. Damn you. Charakter. Der hat Monokel. Ja, das ist Charakter. Der kann charakterlich nicht so weit in den Oh. Ich fliege. Hat jetzt ihr Herz wieder angemacht. Why? What? Hä? Würdest du jetzt so eine sexy Bitch, weil er sie jetzt... Nein, er hat einfach nur die Strumpfhose zerstört und ja. Die Elektrizität. Natürlich. Hold it right there, traitor. Wie der nur hin und her geschubst wird, ey. Let's find out just how lucky you are. Unsere Toilette natürlich. Watch closely. Großvater ist ziemlich cool, aber auch ein bisschen eine Bitch. Mich hätte echt interessiert, ob man den erschießen hätte können und was dann passiert wäre, als er bewusstlos war. Nun, da kommen wir noch hin. Wo ist noch rausfinden? One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Wie er nicht ein normales russisch Roulette spielen kann, sondern nee. Mit 3 Knarren. Okay, du bist awesome. Ich hab's ja verstanden. Ja, das ist eine Idee. Die Geräusche. Of course. Warum muss ich in jedem Mal jetzt von irgendjemand einpinkeln? Looks like your luck hasn't run out yet. Hat's ihn gesehen? There's no such thing as luck on the battlefield. Aber love? Hallo. Dieser eine Soldat zwischen all diesen Supermenschen sich auch denkt, ja, ich gehöre dazu. Ja, normalerweise wären 2, aber den anderen hast du ja versehen. Ja, stimmt. The Cobras will take care of him. Jetzt hör mal auf damit, Boss. Das macht sie einfach nur wirklich gern. Das ist aus Versehen. Ja, stimmt. Sie kann nicht anders. Das ist ein Fluch. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? That facial animation. Was ist das? Krasse Wand. Wie lustig. He may be a child, but he's definitely one of yours. Den da freue ich mich schon, wenn wir den bekämpfen. Müssen wir bestimmt irgendwie mit an Wasser Strom mit anschließen, damit wir ihn nutzen können. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Hä? Achso, der Typ haben wir auch schon mal gesehen. Konnte er denn außer alt sein? Augen hat er. I'm leaving him to you, the field. Overzealous, Max. Yes.
viel hilft. Yeah! The old man is always sleeping. Wer ist denn der alte Mann? Das interessiert mich jetzt. Wer ist denn das? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. Oh, gibt's jetzt Regen? And when he does, it will be the end for the boy. Yeah. Kann mal jemand den alten Mann aus dem Regen kramen? Ich dachte so, warum? Ich hab ja gar nichts zu tun. Sokolov isn't worth your love. Love me instead. You can entertain me until the rain stops. War das jetzt ein Symbol für Dinge tun? Kuwabara. Ich wüsste, also, ich würde die Metapher nicht verstehen. Nee. Immer nach zum Regen, ey. The sorrow, is that you? Kannst umgucken, ne? Wo? Oh. Fear, Pain, Sorrow, Love, End, Duck. Also kannst du the Pain, the Fear, the End und the Sorrow. Und the Boss natürlich. Wer war denn? The Boss? The End ist der Rollstuhl-Typ. Okay. So, 1, 2, da läuft noch einer rum, 3. Granate und dann hat sie die Sache. Gute Idee. Was soll passieren? Grundsätzlich guter Lebenstipp. Aber wir haben schon Water, ne? Ja, immer schon. Schade, ich wechsle so gerne. Das hat so einen schönen Moment, wo man so denkt, ja. Du willst einfach nur so ein Metal Gear Solid Flash Game, wo du das Snake anziehen kannst. Also. Zum Beispiel. Da geht's runter. Dress up, Metal Gear. Wenn ich den jetzt da hinten treffe. Dann kippt der um. Ah, ich weiß nicht, läuft da noch einer um? Da läuft noch einer. Ich hoffe, es sind nur 3. Ja. Sieh dich da nicht sehen. Hallo, 50%. Ich habe auch die Sniper, ne? Mhm. Aber ich kann schon den Profil. Aber ich meine, du kannst ja so. Also, ich glaube, es könnte. Ich habe ein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten. Ich habe ja eins gesagt. Wie er umkippt. Boah. So eine Schranke. Es wurde mir vorgeworfen, als ich Torwart war, in meiner Fußballkarriere, da, wenn du schlecht gesprungen bist, ja, haben wir gesagt, du bist wie eine Schranke gefallen. Oder so langsam. Weiß nicht, warum ich das gerade erzählen wollte. Ist noch einer? Nee. Oder ist ein Frosch? Ja. Schreib's auf die Liste von Mats. Acknowledged. Das alle sieht fast so aus, ne? Der da liegt. Boah, Gott, der hat so knapp am Tod vorbei. Ja, wirklich, ja. Glück gehabt. Wenn da jetzt ein hungriges Krokodil dran vorbei. Ja, oder wenn er sich vielleicht mal kurz irgendwie gähnt oder so. Oh, ich glaube, die Wirbelsäule bricht so gerade ganz langsam durch. Ich weiß nicht, ob das geht. Klar. Über Dan vielleicht. Morgen hat er echt über krasse Rückenschmerzen. Ich soll erzählen, dass meine Wirbelsäule so kurz war. War? Was war das auf mich bezogen? Dein Wah? War. War. Ja, genau, meine Wah. Ja, meine war. Ist es immer noch so? War zu kurz. Als ich, ich war ja sehr lange sehr, sehr klein. Ich bin immer noch nicht groß, aber ich war mal sehr viel kleiner. Und ich habe mir so mit 15 oder 14 einen Wachstumsschub dann gehabt, wo ich irgendwie 15, 20 Zentimeter in sehr kurzer Zeit gewachsen bin. Das ging so schnell, dass meine Wirbelsäule nicht mehr gekommen ist. Und dann hatte ich so irgendwie eine Woche lang war das oder so, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, wo ich nicht mehr aufstehen konnte und so. Und wir wussten zuerst nicht genau, was es war, weil einfach die Wirbelsäule zu kurz für meinen Körper war. Und dann habe ich quasi so... Das klingt unangenehm. Ist das Calcium? Ja, Calcium ist für die Knochen. Genau, was ich dann halt irgendwie zu... Also ich musste halt ohne Woche Milch trinken und habe da jetzt auch so in die Venen bekommen, damit quasi die Wirbelsäule schneller nachwächst. Echt? In die Venen? Ja, nee, ich habe keine Milch in den Venen gepumpt bekommen, aber ich war halt im Krankenhaus. Ich habe jetzt ein paar... Jetzt ist das wirklich das Beste, tut mir leid. Ja, ist okay.
einfach Milch in die Venen pumpst, ja, aber auch gut. Wie manche sich einfach ja... ich bin Milkman. Mein Blut ist beschissen. Jägermeister in die Venen schießen. Ist das jetzt immer noch das Beste? Nee, ich glaube nicht. Facepaint? Ich hoffe nicht. Tut mir leid. Nee, Splitter, ja, Splitter oder Zombie. Tut mir leid. Gerne im Splitter. Na gut, okay. Oh, die Uniform ist dann auch gut. Ja. Auch Splitter. Aber was war denn mit Mr. Scientist? Aber da sind wir noch nicht, ne? Kommt noch. Okay. Also ich weiß, dass es zwei Orte gab, wo man die tragen konnte und versteckt war. Einer wurde wirklich benannt. Beim anderen konnte man es einfach machen, ohne dass jemals gesagt wird. Aber ich glaube nicht, dass, also das ist, glaube ich, kein Ort, wo man viele Wissenschaftler sehen würde.